Tennisfans mussten sich lange gedulden, doch nun ist es endlich wieder soweit. Nach dreijähriger Pause finden beim BTTC Grün-Weiß endlich wieder die German Open im Rollstuhltennis statt. Also ich finde es super schön, jetzt sozusagen nach der Corona-Pause wieder hier zu sein, weil die German Open eigentlich einer meiner Lieblingsturniere auf der Tour sind. Es ist einerseits so familiär, auch durch die ganzen Helfer, also unglaublich, wie viele Menschen sich da engagieren, und andererseits einfach sehr, sehr professionell, deswegen ein perfektes Turnier eigentlich. Ganze 5 Tage kämpfen über 50 Sportlerinnen und Sportler aus über 20 Nationen im Einzel und Doppel um die Titel. Und es verheißt, ein vielversprechendes Turnier zu werden. Immerhin sind die German Open das höchst dotierteste Rollstuhl-Tennis-Event in Deutschland. Gespielt wird um ein Preisgeld von insgesamt $22.000. Auf jeden Fall können sich die Zuschauer auf einiges freuen. Großartigen Sport, unfassbaren Sport in der Kombination von zwei Sportgeräten, nämlich einmal dem Tennisschläger und dem Rollstuhl. Das in Einklang zu bringen auf allerhöchstem Niveau, heißt Weltklasse. Auch aus deutscher Sicht verspricht das Turnier spannend zu werden. Mit am Start Katharina Krüger von den Zehlendorfer Wespen. Die Erwartungen sind groß, denn bei der letzten Austragung 2019 erreichte die 31-jährige Berlinerin und vierfache Paralympics-Teilnehmerin schon einmal das Halbfinale. Ja, das hat man natürlich schon vermisst, weil ich spiele gerne zu Hause. Also in den Anfangsjahren war ich sehr nervös, aber dann hat sich das umgeschlagen und ich spiele hier wirklich gerne. Und Freunde, Bekannte, Familie können einfach zuschauen, was ja nicht immer der Fall ist, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Bei den Herren hält Markus Laudan im Quad die Berliner Flagge hoch. Sein Zwillingsbruder Maximilian ist zwar schon ausgeschieden, trotzdem hat er sich viel vorgenommen. Nach seinem Sieg gegen den Koreaner Kim steht der 30-Jährige jetzt im Halbfinale. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich trainiere jetzt auch schon seit 17 Jahren intensiv und habe lange gebraucht, um erste Erfolge einzufahren. Und bin jetzt sehr froh, dass jetzt nach und nach die Siege kommen und auch jetzt gegen Top-11-Mann. Es läuft super dieses Jahr. Rundum also eine absolut sehenswerte Veranstaltung mit großartigem Sport. Noch bis Sonntag werden die German Open beim BTTC Grün-Weiß in Lichterfelde ausgetragen. Kommt also gerne vorbei. Der Eintritt ist frei. Es lohnt sich.